Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Plays Evil Within 2. So. Ich habe gerade einen Bonbon im Mund. Also nicht wundern. Eine Schrottflinte. Sieh an. Die nehme ich. Wäre es doch schön blöd, wenn du es nicht machen würdest. Haben wir da? Schrott und. Also Waffenteile und Entschuldigung. Okay, nachladen ist. Aber viel Munition haben wir mit ihr nicht, also verballern wir das. Ich versuch's zumindest nicht zu verballern, sagen wir es mal so rum. Eine Axt ist immer gut. Oh Gott. Ich hab mich draufziehen, Gott. Ich finde diese Möglichkeit, dass man sich hier verstecken kann, ein bisschen. Geht's weiter schon mal? Aber bin ich hier schon. Hä? Bin ich nicht von hier gekommen? Einmal im Kreis gelaufen oder was? Hab jetzt aber gar nichts gebracht, hier ist ganz hier, ne? Außer haben die neue Waffe. Die haben mich erschreckt. Auch wenn man sich gesehen hat. Aber sie haben mich erschreckt. Stimmt, die Fahrschule habe ich vergessen. Nee, ich dachte, die Grafik wäre schwammig, aber sie ist es gar nicht. Sah mir nur so aus. Oh. Ein Scharhüssel. Aber den Fahrstuhl nutzen kann ich jetzt nicht, oder? Also kann ich hier eigentlich nichts gebrauchen. Warum haben die jetzt rote Augen? Achso. Okay, hier habe ich nichts mehr zu tun. Denke ich zumindest mal, weil wir haben jetzt die Waffe gefunden, die wir finden sollten. Ich denke mal, das lag jetzt weil nur deswegen, dass wir hier sind. Habe ich was übersehen? Ich glaube eh nicht, dass wir überall hinkommen, also. Geh ich mal zurück. Ah, Mann. Ein Baum. Noch ein Baum. Wie
viele Bäume. In einem Wald. So kann man auch mal reisen. Das wäre mal was Neues. Computerreisen nur noch. Würde ich sagen, ne? Ich will mal auf M drücken, auf Tab. Oh, dieses Räuspern, das geht ja auf den Nerv. Deswegen habe ich eigentlich einen Bonbon im Mund. Aber scheint mir rein gar nichts zu bringen. Doof. Okay. Sind die schon wieder mehr oder was? War es das jetzt oder kommen da noch mehr? War es jetzt? Hängt mal fest. Liegt ein bisschen verquer da, die gute. Laut Schlucken ist schlimm gerade hier. Axt habe ich noch. Mir wurde ja empfohlen, in jedes Haus zu gehen. Ach. Ja, komm. Geh halt da raus. Sofern ich halt in jedes Haus rein kann. Ne? War schon mal nicht. Arme ist eben so. Mensch. Die Arme. Mein Bonbon. Na, nur mal neben schießen geht auch gut. Ja. Lieber Arm dran als Arm ab, ne? Ne? Ach so, okay, ja.
hätte doch mal auf Verdacht schießen sollen, aber. Ich gehe halt so mal in fast so ziemlich jedes, als auf M-Drücken wegen der Karte. Jedes Haus, wo ich halt rein kann. Aber ich denke mal, alle Häuser, wenn ich die. Wäre ein bisschen viel Haus, was ich besuchen muss, oder? Wie kann man das Große da hinten gehen? Ich versuche halt mal so weit wie möglich in die Häuser reinzugehen. Geht es zu weit weg. Ich möchte eine Sniper. Aber nur Sniper interessanter. Entschuldigung, wenn ich jetzt gerade so weit vorne sitze. Hier komme ich auch nicht rein. Hey, Moment mal bitte. Entschuldigung. Manchmal muss man aufstoßen, das möchte ich euch ja nicht so direkt ins Mikrofon kotzen, das wäre auch ein bisschen. Hm? Ach da! Hab ich gleich gesehen, Mädel. Hätte ich gar nicht gesehen, Mädchen. Ich weiß halt noch von den anderen Spielen, dass auch die Gehängten einmal runterfallen und so und dann halt, ihr wisst, was ich meine, ne? Aber ich will halt ungern. Ja, der ist tot. Oder? Eigentlich ungern, aber. Lass ich jetzt. Oh. Und der ist. Komplett hinüber. Wir hätten uns im Gebüsch verstecken sollen, wäre besser gewesen. Kommen wir nicht rein. Hätten sich was blitzt und blinken. Hm. Eine Axt. Kann man immer gebrauchen. Ich glaube, in diesem großen Landhaus wird doch was los sein. Die kleinen eher weniger, die sehen mir so zu aus, alles. Ja. Hm. Diese Stimme klingt nicht wie die anderen. Wände, halten es nicht auf! Wie sie anhört, es kommt, wir halten das nicht auf. Klingt nicht schön. Klingt eher nach Bösauer bald. Ja. Alter Mann, steig auch hoch, wenn ich darauf drücke, dass du hochsteigen sollst. Ja, aber bald wieder genug Zeugs, glaube ich, zusammen, um ein bisschen auszubauen. Aber erstmal. Oh, ist schlimm mit dem Hals gerade, hey. Das nervt jetzt irgendwie voll. Oh, die ist aber schnell los, Bruder.
Ah, ich bin so doof zum Ziehen heute, oder was? Ey, sag mal! So verballert man seine Munition komplett. Ich höre noch einen. Jetzt habe ich noch Munition gehabt, jetzt habe ich keine. Weil ich so doof zum Schießen bin. Ich glaube, ich werde gleich nochmal zurücklaufen müssen. Ah, ich muss kurz mal mein Bein ausstrecken. Au. Weil wir nochmal Munition herstellen müssen. Und diverse andere Sachen, wie zum Beispiel Medizin. Ich höre einen, aber ich weiß nicht wo. Ist da was Interessantes drin? Und? Hey. Abtrünnigen. Okay, dann müssen wir hier lang. Mit kaum Munition. Wenn ich mich ja porten könnte, würde ich ja schnell mal irgendwo hin porten, aber geht nicht. Habe ich eigentlich das Anziehen? Ich weiß ja nicht, für was ich die Flaschen brauche, aber ich nehme es einmal mit. Oh, da ist auch noch ein Takt aus. Das heißt, wir könnten Fernsehen gucken. Die Frau sieht nicht mehr so gesund aus. Hier vielleicht Munition? Aber Schießpulver ist auch schon mal was. Kann ich eigentlich, ich konnte doch eigentlich auch so herstellen, ne? Doch. Pistolenmunition. Die Pistolenmunition verursacht mittleren Schaden. Ja. Brauche aber gerade Pistolen. Problem. So. Ich denke mal, das langt. Informationen wurden hinzugefügt. Ich habe und wechseln die Liste.
Was geht hier vor? Tagebuch einer Frau. Der letzte Eintrag in diesem Tagebuch mit unsicherer Hand geschrieben. Da irgendwas mit mir in diesem Haus. Da ist irgendwas mit mir in diesem Haus. Ich kann das nicht sehen, aber ich spüre seine Anwesenheit. Ich glaube, ich will es auch gar nicht sehen. Ich kann draußen die furchtbaren Dinge hören. Sie sind überall. Ich habe Angst, rauszugehen. Aber ich habe auch Angst, drin zu bleiben. Ich zittere, aber nicht vor Angst. Warum ist es plötzlich so kalt geworden? Verdammt kalt hier. Okay. Jetzt passt auch gerade mein Campbild zu der ganzen Sache. Aber wir bleiben jetzt mal hier stehen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend und man sieht sich, man liest sich, man hört sich. Ciao!